Und heute kommen wir nochmal zum Thema, ja, das beste Wachs 2017. Wir schauen uns nochmal das Bildhammer Double Speedwax an. Und ich habe hier schon vier Kandidaten dabei, die dieses Wachs mal angreifen wollen. Euch interessiert natürlich, wie standhaft ist dieses Wachs und vielleicht in Zukunft, wenn ihr ein anderes Wachs auftragen wollt oder das ganze Wachs erneuern wollt, wie bekommt ihr die Reste vom Fahrzeuglack wieder runter, um wieder eine schöne, saubere und nackte Lackfläche zu erhalten. Und deswegen habe ich heute mal hier als Gegner das Shiny Garage Pre-Wash Öl mitgebracht. Zusätzlich noch reines Isopropanol, das werden wir wie immer mit Wasser mischen, genauso auch beim Pre-Wash hier von Shiny Garage. Wir werden immer eine günstige Mischung erstellen, also nicht in reiner Form. Zusätzlich noch das Clean Slate von Chemical Guys, soll auch Wachse restlos vom Fahrzeuglack entfernen. Und auf der ganz linken Seite von euch gesehen habe ich noch den Green Star, auch den werden wir noch anmischen, um hier das Bildhammer dann vom Lack runterzunehmen. Jetzt tragen wir es aber erstmal im Schnelldurchgang auf. Wie wir das machen, das haben wir euch schon im letzten Video gezeigt, verlinke ich euch nochmal an der Oberseite. Werden wir jetzt nur im Zeitraffer machen, weil ihr habt es ja schon gesehen, wie es funktioniert. Wir schauen uns dann bloß nochmal das Abperlverhalten an und kontrollieren, wie gut es arbeitet. Und dann geht es direkt los hier mit dem kleinen Angriff auf das ja vielleicht neue Topwachs. Wir werden sehen. Viel Spaß jetzt. So, und dann beginnen wir mit dem Auftragen nochmal wirklich nur in Kurzform für euch. Ihr habt ja die Ergebnisse schon im vorhergehenden Video gesehen, die sind wirklich herausragend. Auch hier nehme ich nochmal das originale Pad. Nehmen wir einfach mal etwas mehr aufs Pad drauf, weil ich ja jetzt die ganze Motorhaube damit behandeln will. Beim letzten Mal hatten wir nur die Hälfte. Geht auf dunklen Lacken, auf hellen Lacken. Heute haben wir dieses etwas dunkel gehaltene Silber und hier gehe ich sofort in dieser kreisenden Bewegung drüber. Nicht erst auftupfen, nicht groß Bahn ziehen, sondern einfach dieses sehr leicht zu verarbeitende Wachs gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Das geht super easy und jetzt für euch im Zeitraffer. Viel Spaß! So, und dann bin ich schon komplett fertig. Ich habe gesehen, das ging wirklich ja, sehr schnell für euch im Zeitraffer. Bei uns hat das ungefähr, was hat das gedauert, Lars? 1 bis 2 Minuten maximal. Ich habe auch wirklich nur einmal noch mal ein kleines bisschen Wachs draufgenommen, um wirklich sicher zu gehen, dass alles 100% benetzt ist. Hier oben gehe ich nochmal an der Kante lang, sehe ich gerade. So, sieht gut aus. Lasst jetzt wirklich jetzt bei den Jahreszeiten ungefähr um die 10 Grad Celsius, jetzt hier aktuell haben wir ungefähr 17, 18 Grad, da lasst das ca. 5 bis 10 Minuten ablüften, im Winter vielleicht ein paar Minuten mehr aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der etwas geringeren Temperatur, da könnt ihr auch locker 15 Minuten warten, wenn ihr die Zeit habt, funktioniert auch, gibt es keine Probleme. Wir geben der Sache jetzt hier einige Minuten und dann polieren wir das ganz easy von der Fläche runter. 10 Minuten sind vergangen, ich mache hier mal kurz den kleinen Fingerwischtest, ja, fühlt sich sehr, sehr trocken an. Und dann nehmen wir uns so ein ganz normales Poliertuch, mit dem man gut Wachs entfernen kann und polieren das hier aus. Das geht richtig easy. Das ist wie Staubwischen. Und da könnt ihr einmal großflächig über die Fläche drüber gehen. Da merkt ihr erstmal den kleinen Widerstand. Das sind die groben Wachsüberschüsse. So mache ich das immer ganz gern. Nehme erstmal den groben Überschuss runter. Dann nehme ich mir eine frische Seite und poliere sozusagen auf Hochglanz aus. Erstmal die Hälfte der Motorhaube, weil so lang ist mein Arm leider nicht bis zur anderen Seite. Aber das ist schon komplett streifenfrei, schlierenfrei. Und ihr seht auch, in was für großen Kreisen ich drüber gehe. Das zeigt auch nochmal, dass man nicht so ganz fein und stark das auspolieren muss, weil das sich richtig easy verarbeiten lässt. Erledigt. Lassen wir jetzt noch circa 30 Minuten etwas ablüften und dann gehen wir mit unseren kleinen ja, Entfernern oder belastenden Shampoos und Entfernern mal auf die Fläche drauf. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Abperlverhalten vorher an. Sprühe ich mal vorsichtig auf die Fläche auf. Und dann genießen wir mal das hervorragende Beading Sheeting. So kennen wir es auch. Die Haube ist jetzt richtig flach gelagert hier bei dieser Mercedes C-Klasse. Ja, und ihr seht auch nochmal das Ergebnis. Keine kleinen Tropfen bleiben hier auf diesen ablaufenden Bahn zurück, wunderbar. So haben wir das auch im ersten Video gesehen. Die ganze Haube komplett versiegelt. Und die lassen wir jetzt auch so nass, weil wir gehen jetzt hier mit unseren Reinigern drüber. So, dann geht es auf der rechten Seite los. Wir haben hier das Chemical Guys Clean Slate. Das habe ich schon laut Herstellerangaben im Wascheimer komplett vorbereitet. Petzolds Waschhandschuh mit am Start. Und jetzt gehe ich hier mal einmal ausführlich über diese Fläche hier auf der rechten Seite drüber. Und wir schauen mal, ob das Clean Slate das Bildhammer überhaupt angreifen kann. Weil wenn ja, dann kann es auch diverse Reste nach der gesamten Laufzeit wirklich von der Fläche entfernen. Jetzt haben wir das frische Wachs drauf. Das heißt, wenn hier das Clean Slate
das Bildhemd angreift, dann könnt ihr auch irgendwann, wenn euch die Standzeit dann verlassen hat, mit dem Clean Slate das Wachs entfernen. Richtig ausführlich drüber. Ich passe auch auf, dass ich nicht unbedingt unnötig über die Grenzen drüber rauswische. So, und das soll eigentlich schon völlig ausreichen. Der Lack ist komplett sauber. Das ist wirklich nur so eine richtige kleine belastende Wäsche für das Bildhemd. Double Speed Wax. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, sehen wir ganz deutlich, also mit dem Clean Slate könnt ihr dann in Zukunft das Bildhemd von der Fläche runter entfernen. Das funktioniert. Also müsst ihr keine starken Lösemittel nehmen. Wer schon das Clean Slate zu Hause hat, kann das dann in Zukunft dafür einsetzen. Auf der zweiten Fläche werden wir mal das Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil benutzen. Das habe ich mir hier 1:10 schon in der kleinen Mercury zusammengemischt. Ihr sollt das auch 1:10 im Wascheimer einsetzen. Dadurch, dass ich jetzt hier nicht unendlich viel benötige, habe ich mir nur die kleine Mischung hier in der Quasar 360 vorbereitet. 1:10 bloß. Auch hier sprühe ich das wirklich nur in diesem Bereich mal auf. Lass es mal so 30 Sekunden auf der Fläche arbeiten. Ihr könnt das aber auch direkt im Wascheimer anmischen, das ist kein Problem. Und jetzt gehe ich auch mal hier über die Fläche mit einem frischen, nur nassen Waschhandschuh drüber. Also hier ist kein Clean Slate mehr drin. Und dann schauen wir mal, ob das Pre-Wash, der Vorreiniger von Shiny Garage, das entfernen kann. Wir sind ja auch keine Fluorharze oder sowas enthalten. Wir haben ja diverse Wachse gehabt, beziehungsweise ja eigentlich sind es keine richtigen Wachse, zum Beispiel das 12M mit diesen PTFE-Anteilen und so weiter. Das hält ja locker dem Clean Slate stand, aber hier so ein etwas natürlicheres Wachs, wie das Bildhemd Double Speed Wax, das muss ich schon im Clean Slate geschlagen geben. Ist aber auch kein Problem, weil Clean Slate soll ja normalerweise auch solche Wachse lösen. Und deswegen ist das Ergebnis auch nicht unbedingt überraschend. Schauen wir uns das jetzt hier mal beim Shiny Garage an. Ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall auch deutlich. Auch das Shiny Garage Pre-Wash Citrus Öl ist auf jeden Fall super geeignet. Vor allen Dingen, weil hier ein Liter nur ungefähr 10 Euro kostet. Und das ist jetzt 1:10 gemischt. Funktioniert hervorragend, um hier solche Wachsreste zu entfernen. Kommen wir zu Kandidat Nummer 3. Und hier habe ich von Kochschmied den Green Star. Den habe ich mir hier in der Quasar 1:5 zusammengemischt. Und den haben auch viele von euch schon zu Hause. Das heißt, ihr müsst euch auch nicht unbedingt ein neues Produkt holen. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass ihr Dinge einfach an verschiedenen Punkten einsetzen könnt. Auch hier einfach komplett aufsprühen. Ist ja so ein alkalischer Vorreiniger, lässt sich auch im Innenraum einsetzen. Aber wichtig, dass ihr das immer richtig schön verdünnt und auch auf die Herstellerangaben schaut. Lasst mir den auch mal so 20 Sekunden an der Fläche arbeiten. Und dann gehe ich hier mal über das Green Star mit einem frischen Waschhandschuh drüber, auch der nur mit Wasser gefüllt. Wenn ihr jetzt ein paar Tropfen rüberlaufen, ist kein Problem, das wird nicht gleich das gesamte Ergebnis verfälschen. Beim Green Star, das sollte auch eigentlich ausreichen. Ja, dann spülen wir mal den Überschuss noch runter. Ja, wurde auch komplett gelöst, dieses sehr natürliche Wachs. Funktioniert hier mit dem Green Star auch hervorragend, falls ihr das lösen wollt. Also da gibt es keine Probleme. Das ist nicht so ein extrem hartnäckiges Wachs, was ihr dann am Ende vielleicht noch mit einer Politur oder so entfernen müsst. Funktioniert ohne Probleme. Letzter Kandidat, hole ich gleich noch ran. Ein Isopropanol Wassergemisch. Hier sind 50 ml Isopropanol drin. Und das Ganze mit Wasser aufgefüllt. Auch hier sprühe ich jetzt einfach mal die Fläche ein. Es ist ein sehr sanftes Gemisch. Dann geht es auch hier los, nur normaler nasser Waschhandschuh. Es riecht auch wirklich kaum nach Isopropanol, also es ist wirklich ein sehr sanftes Gemisch. Also ihr zerstört euch hier keine Gummioberflächen oder so, mit diesem sehr leichten Gemisch ist das kein Problem.
Ja, und das ist doch mal ein überraschendes und verblüffendes Ergebnis. Also Isopropanol und Wasser würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht zum Lösen des Bildhelmers einsetzen, beziehungsweise der lässt sich hier eigentlich nicht beeindrucken. Funktioniert immer noch sehr gut. Das war einfach noch so ein kleiner zusätzlicher Test. Aber wenn ihr das jetzt in Zukunft dann erstmal entfernen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall den Greenstar nutzen. Ihr könnt das Shiny Garage Pre-Wash Öl nutzen. Das hat mir auch super gefallen. Als Vorreiniger und hier als Wachsentferner ideal geeignet. Beim Clean Slate. Wenn man das jetzt mal so etwas mit dem Pre-Wash Öl vergleicht, sieht man deutlich, dass doch hier noch etwas mehr Reste vom Wachs zurückgeblieben sind, wenn man es mal in den direkten Vergleich nimmt. Also es funktioniert definitiv mit dem Clean Slate. Aber man sieht hier nochmal, dass das Shiny Garage doch mehr Power hat. Ja, jetzt wird es auch nochmal richtig deutlich. Der Wasserfilm reißt definitiv schneller auf beim Clean Slate. Also für mich hier zwei absolute Gewinner. Einer, der noch eine zufriedenstellende Leistung abgibt. Und auf der linken Seite hier das Isopropanol. Das würde ich jetzt ungern noch höher konzentrieren, weil es ist ein Lösemittel und ist eigentlich auch nicht dafür gedacht, hier solche Wachsreste zu entfernen. Wir haben es aber trotzdem mal für euch mit in den Test reingenommen. Also hier Isopropanol, keine Empfehlung. Hier habt ihr meine definitiven beiden Sieger. Greenstar, Shiny Garage, Pre-Wash, Zitrusöl. Und das Clean Slate, falls ihr schon zu Hause habt, könnt ihr das auch damit einsetzen. Müsst aber tendenziell ein-, zweimal mehr drüber gehen. Und damit sind wir beim Fazit angekommen. Die vier Mittel habe ich heute mal eingesetzt, natürlich auch in verdünnter Variante, so wie es vom Hersteller angegeben wird, nicht pur nutzen, um das Bildhelmer Double Speedwax zu entfernen. Nochmal kurz zusammengefasst, meine absoluten Favoriten, Shiny Garage Pre-Wash Zitrusöl und das Greenstar hier von Kochchemie, wenn ihr das schon zu Hause habt, könnt ihr wunderbar einsetzen, um dieses Jahr sehr natürliche Wachs wieder von der Oberfläche zu lösen. Funktioniert sehr gut. Clean Slate, da müsst ihr vielleicht tendenziell ein-, zweimal mehr drüber gehen. Und beim Isopropanol generell, da würde ich die Finger von lassen. Das haben wir jetzt einfach mal mit hier in den Test reingenommen. Erzielt nicht das Ergebnis, was wir uns vorgestellt haben. Aber ihr habt auf jeden Fall zwei günstige Alternativen hier gefunden, um das zu entfernen. Also ein schönes Wachs zu einem super Preis, mit einem super Abhärverhalten und auch einer guten Standzeit, wenn ihr das wirklich mit einem pH-neutralen Shampoo wascht. Und das ist wirklich das Allerwichtigste. Ihr habt es im Teil 1 gesehen, im ersten Video, was wir euch hier gezeigt haben zum Bildhelmers, dass es mit einem pH-neutralen Shampoo überhaupt nicht angegriffen wird. Das funktioniert super. Sobald die alkalische Reiniger einsetzt oder Vorreiniger, die haben eine viel höhere Reinigungsleistung und die sind auch dafür gedacht, solche relativ natürlichen Wachse von der Oberfläche zu entfernen. Und das haben die beiden Kandidaten vor allem hier im mittleren Bereich super hingekriegt. Und damit danke ich euch schon wie immer fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon die Mittel, die hier das Bildhelmers nach der hoffentlich langen Standzeit von der Oberfläche lösen könnt. Habt viel Spaß hier mit dem Wachs, falls ihr es euch nach Hause geholt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst noch ein Abo da, schaut euch hier die anderen Videos an. Haut rein. Ciao.